Ja. Ein Feuersalz brauche ich noch. Ein lumpiges Feuersalzchen. Das kann doch nicht wahr sein. Was braucht ihr? Ach so. Ich kenne euch doch. Kopfgeld und so. Ne? Gut. Natürlich, ich brauche. Ach, hier, guck mal, Weißlauf. Ich habe wieder kein Ding gemacht, ey. Hier ist auch wieder dunkel. Hier laufen einfach Leute rum, ne? Das gibt's gar nicht. Das ist mein Schlafsack. Geh runter von meinem Schlafsack. Ich glaube, jetzt geht's los. Latscht der Typ hier über meinen Schlafsack drüber oder was? Früher war ich auch ein Arzt. Ja, bis du einen Pfeil ins Knie bekommen hast, ich weiß. Den Spruch erzähle ich jedes Mal. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen. Ihr seht etwas blass aus. Verkaufen. Werft einen Blick drauf. Zutaten: Feuersalze. Sieht nicht so aus. Glühstaub, Gras. Was? EF, Flusspeitscher. Mano. Aber wenigstens Salz hat sie. Hast du vielleicht noch Butter? Oder Mehl? Hat sie auch nicht. Das kannst du knicken. Oder vielleicht eine Puppe. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Ja, genau. Oh. Unser Zeug es wurde gerade verkauft. Ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. 14.000 oder was zerquetschte haben wir bekommen für unsere Ausrüstung. Oder 24? Egal. Wo könnten wir noch einkaufen? Wo können wir noch sowas? Im Flusswald können wir noch, aber ich glaube nicht, dass sie im Flusswald sowas haben. Das glaube ich jetzt nicht. Gehen wir mal nach Flusswald, schauen wir mal, ob wir noch Feuersalze bekommen. Da. Jetzt ist etwas. Die Sonne scheint, die Vöglein singen. Würdest du bitte mal herkommen? Hier, bei Fuß? Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist. Ihr seid nicht von hier. Ich bin aus der kaiserlichen Provinz hierher vielen gekommen. Dank. Oh, ja, genau. Davon. Nein, hat er nicht. Er hat nichts dergleichen. Raserei hat er auch wieder hier. Mhm. Ja. Zu viel erwarten. Apropos, bevor ich es jetzt wieder vergesse, hier Bücher. Die Schweinekinder kriege ich nichts für. Die Schweinekinder. Niemand, nicht einmal der älteste Dunkelelf von Berg Dokkar Dagoth, natürlich Ur. Oder der älteste Weise im Königreich von Einsamkeit selbst kann sich an eine Zeit erinnern, in der die Orks unser schönes Tamriel nicht verwüstet haben. Sag ich doch. Was haben wir denn noch? Autopia, Lieder der Niedergang, blablabla, Nebos Tagebuch, Matonachs Notiz. Lesen wir mal Tonars Tagebuch. Matonach wird aufmüpfig. Man sollte meinen, dass 20 Jahre Gefängnis eine Bestie wie ihn etwas beruhigt hätten. Vielleicht hätte ich den Jarl doch gewähren lassen sollen, als der ihn nach dem Aufstand hinrichten wollte. Trotzdem war er im Laufe der Jahre eine unschätzbare Hilfe bei der Beseitigung etlicher Probleme. Vielleicht reagiere ich ja zu heftig. Niemand weiß von unserer kleinen Abmachung. Nicht einmal die Abgeschworenen. Ich frage mich, wie sie wohl reagieren würden, wenn sie wüssten, dass ihr Lumpenkönig einer meiner wichtigsten Aktivposten ist. Diese kleine Schattenrebellion ist, die er da veranstaltet, sollte mich aber besser nicht mit einbeziehen. Wenn ich herausfinde, dass er auch nur mit
den Gedanken spielt, mich zu hintergehen, dann sorge ich dafür, dass er in der Sydnermine verreckt, so wie es sich für ein Tier wie ihn gehört. Es gibt keine weiteren Seiten. Dann haben wir noch Nepos Tagebuch von der Nase. In meinen alten Tagen werde ich von Schuldgefühlen geplagt. So viele Jungen wurden in den Tod geschickt, alle im Namen der Abgeschworenen. Alle im Namen von Matternach, meinem König, der uns aus seiner Zelle in der Sydnermine beobachtet. Wie lange diene ich euch schon? Seit dem Aufstand gegen die Nord? Hat es je eine Zeit gegeben, in der diese ganze Gewalt unser Schicksal nicht überschattet hat? Habe ich denn eine andere Wahl, als das zu tun, was mir aufgetragen wurde? Okay. Dann haben wir noch Matternachs Notiz. Ich hatte euch allen versprochen, dass wir zusammen aus der Sydnermine fliehen würden, und ich habe einen Weg gefunden. Wenn ich sterbe, ehe ich euch zeigen kann, dann durchsucht die Zelle in der Nähe meines Raumes. Benutzt meinen Schlüssel. Es gibt dort einen Tunnel, der in die Stadt führt, den ihr nehmen könnt, Matternach. Den haben wir ja gefunden. Auch hier wieder keine zweite Seite. Oder eine Folgeseite. Gut, der Niedergang. Dann haben wir ja noch die Schattenzeichen. Die Schattenzeichen Delvin Mallory. Das sind die Schattenzeichen da zum Beispiel. Die findet man an den Häusern, an den Türen, an den Eingängen findet man solche Symbole. Und dieses bedeutet, hier ist es so sicher wie in der Zisterne der Flasche. Dieses Zeichen wäre dann, hinterlassen wir für gewöhnlich, wenn wir einen Ort ausbaldowert und einen sicheren Weg darin gefunden haben, zum Beispiel einen Flur ohne Fallen oder etwas, oder vielleicht ein Haus, das bereits ausgeräumt wurde. Ah ja. Und in die Richtung geht bla bla bla. Das Zeichen bedeutet Gefahr. Wenn ihr dieses Schattenzeichen seht, also das auf der anderen Seite, nicht das jetzt, sondern das andere, dreht auf der Stelle um und nehmt die Beine in die Hand. Das Zeichen hier bedeutet Fluchtroute. Bei den seltenen Gelegenheiten, sie sollten besser selten sein, falls ihr in der Gilde arbeitet, in denen ihr im Gefängnis sitzt, seht euch nach diesem kleinen Schätzchen um. Es ist ein Fluchtzeichen. Geschützt. Dieses Schattenzeichen hinterlassen wir dort, wo ihr nicht hingehen sollt. Es bedeutet Finger weg, sonst droht eurem Hinterteil die Bekanntschaft mit einem Stiefel. Diese Leute stehen unter besonderem Schutz der Gilde und sollten niemals ausgeraubt oder angegriffen werden. Das Zeichen bedeutet Hehler. Dieses dürfte schnell zu eurem Lieblingsschattenzeichen werden. Die Person in der Nähe des Zeichens wird eure hart verdiente gestohlene Ware. Aha. Das Zeichen, was wir hier am Bellador's Tür, glaube ich, haben. Diebesversteck. Was? Echt? Ne, wir sind ja nicht mehr in Ding, wir sind in Flusswald. Entschuldigung, mein Fehler. Aber bei Bellador war, glaube ich, so ein Zeichen, ne? Oder? Müssen wir mal gucken. Dieses Zeichen hier. Gestohlene Ware zu einem guten Preis. Diebesversteck. Das ist Diebesversteck? Beute. Nein, das Zeichen. Das Zeichen ist bei ihm vor der Tür. Beute. In der Nähe dieses Schattenzeichen gibt es etwas, was sich zu stehlen lohnt. Es bewahrt euch davor, in ein Haus einzusteigen, nur um festzustellen, dass sie wohnen nicht mal zwei Septine haben. Hier ist schon alles ausgeräumt. Leer. Das war's auch schon. Das ist Schattenzeichen. Das Buch Schattenzeichen. Deren Niedergang. Was ist eigentlich Niedergang? Die Diebesgilde von Lehmannsrand ist in einer gewissen Hinsicht ein Rätsel. In den letzten paar Jahrzehnten ist ihr Orden von einer der größten, einflussreichsten, kriminellen Organisationen von ganz Himmelsrand zu einem kleinen Häuflein versprengter geschrumpft.
die selbst in ihrer Heimatstadt trifft und kaum noch Schaden anrichten können. Es ist zwar nie etwas ans Licht gekommen, was diese rauschenden Niedergang erklären könnte, doch über die Gründe wird wild spekuliert. Mhm. Eine zweite Theorie besagt, dass die Gilde eine Art mystischen Fluch auf der Gilde ein mystischer Fluch lastet, der die normalen Aktivitäten ihrer Mitglieder immer mehr erschwert. Es gibt zwar keine soliden Hinweise zur Untermauerung dieser Theorie, aber in den letzten zwei Jahrzehnten zeichnete die Gilde einen ungewöhnlichen Anstieg an gescheiterten Versuchen, äußerst lukrative Raubüberfälle durchzuführen. Die Gilde für diese. Die Gründe für diesen vermutlichen Fluch werden überraschend überall gesucht. Och, Herr Jemini. Das ist die letzte Seite. Auch wenn mich die Unterstützung der Kleinkriminalität der Gilde als Verbrechen brandmarkt, lohnt es sich meiner Meinung nach, diese Bürde auf mich zu nehmen. Aha. Naja, mit dem eins. Soll mir recht sein. Nun gut, was machen wir nun? Sprich mit Astrid. Nee. Wir wollten ja den Banditenanführer töten. Stimmt ja. Würdest du vielleicht? Dankeschön. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Ach, du ahnst das nicht. Da hinten draußen. Boah. Sollte ich mir vielleicht auch ein Pferd nehmen, hä? La 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 la. Was ist denn? Da hinten ist er. Hab dich, Arschgesicht. In einem Baum versteckt er sich gerade. Ach, Menschenskinder. Naja, wir haben ja gespeichert. Naja, beziehungsweise Autosave. Beim Reisen. Ja, mir ist es egal, die suchen mich eh, weil ich schon so viele Talmor platt gemacht habe. Ja. Wenn sie nicht mehr auftauchen, ist auch kein Problem. Das sind Zufallsbegegnungen. Hier. Bald werden alle noch Mächte der Tarnmoor sein. Nein. Stummmantel. Talmor. 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 Geht weiter. Was? Einer von euch hat doch schon ins Gras gebissen.